Salut und willkommen bei Speedy Swiss Gaming. Heute gibt es eine neue Folge Project Cars 2. Und zwar wird wieder driftet. Ich habe hier schon direkt ein paar Testrunden gedreht mit dem Mercedes AMG GTR. Der schöne V8 Motor mit 577 PS auf 1,5 Tonnen. Ist in 3,6 Sekunden auf 100. Und hat auch dementsprechend viel Drehmoment. Und das Ganze machen wir hier auf Circuit of the Americans. National Variante ist hier. Und dann wechsle ich hier direkt mal zurück aus dem Fotomodus. Hier seht ihr nochmal die Strecke. Und zwar habe ich heute etwas Spezielles vor. Ich möchte nämlich fast die komplette Strecke in einem Drift durchziehen. Es wird nicht ganz möglich sein. Hier seht ihr gerade den Startzielgerade. Die ist definitiv zu lang. Das wird nicht möglich sein. Da gibt es gewisse Abschnitte, die ein bisschen gefährlich sind. Gerade hier die Geräte und dahinter. Und vielleicht am Schluss noch. Den Rest könnte man eigentlich fast durchziehen. Und habe ich vorher auch schon ein paar Mal geschafft. Und dann würde ich sagen, dass wir da direkt neu starten. Und Tuning Setup fahre ich übrigens mit dem Standard straßenbedingten Setup. Falls ihr da mal wollt, euer Glück versuchen. Und dann starten wir doch. Ich tue jetzt gar nicht gross schnurren, weil ich muss mich wirklich extrem konzentrieren. Da ist schon sehr gefährlich, da muss man nämlich nicht schnell rein, genau, sonst passiert nämlich das. Aber habe ich noch einigermaßen retten. Da ist so eine von diesen geraden Strecken, wo man so ein bisschen kürfeln muss, dass es geht. Der Abschnitt hier auch. Da im richtigen Winkel kann man schön durchziehen. Ja, das war gerade ein bisschen früh. Leicht Kurve geschnitten im Drift. Wir kommen jetzt hier je nachdem eine Strafe. Aber um das geht es ja heute nicht. Ich kann hier sogar in Fünft. Und jetzt hier wieder am Schluss ein gerader Abschnitt, wo man ein mit Improvisieren muss überbrücken. So, und ich merke schon extrem, die Hinterreifen sind abartig heiß. Da muss ich schon mal die Telemetrie einblenden. Knapp 150 Grad. Schade, schade. Wir starten das Ganze neu. Versuche es nochmal. Ich hatte so oder so vor, hier etwa 4 Runden zu drehen. Die erste Runde ist halt aber blöd, weil die Reifen am Anfang noch nicht ganz so warm sind. Und gegen Schluss aber dann schon extrem heiß. Oder eben gegen Schluss für die zweite Runde. Thank you.
Da kommen wir sogar im fünften Gang. Wunderschön. Vollgas. Oder einmal fast Vollgas. Ups! Zweite Runde, 1,55,7. Ups. Ja, jetzt da irgendwie. Bin ich gerade so aus dem Rhythmus rausgekommen. Jetzt rutscht es fast von selber, wenn man nur ein bisschen zu fest in die Kurve geht, überholt einen Zack. Spot ist schon am Jammern wegen der heißen Reifen. Schon sind wir im Ziel. Und ich muss sagen, wir haben es nicht geschafft, oder nicht ganz, die ganze Strecke zu driften. Du wirst jetzt noch eine Wiederholung aufnehmen und dann geben wir dem Ganzen nochmal einen Versuch. Leider wird es nichts mit der Wiederholung, weil ich bei der Wiederholung praktisch keine Rauchbildung sehe. Jetzt geht es bis auf diesen Teil, aber ansonsten. Sehr schöner Drift gesehen. Es ist irgendwie, manchmal spinnt es ein bisschen bei Project Cars 2. Man driftet zwar in Wiederholung, aber der Rauch ist nicht der gleiche wie wenn du spielst. Und darum gehe ich da mal zurück zur Rennzentrale. Leider ist es so, dass mittlerweile meine Webcam nicht mehr geht. Aber nichtsdestotrotz, ich fahre hier gleich weiter. Ihr seht ja im Game, was ich für Lenkradbewegungen mache. Ich habe jetzt hier etwa 10 Minuten geübt mit dieser Webcam und es ist mir zu blöd geworden. Und mit der Wiederholung kann ich leider nichts machen, außer natürlich jetzt nochmal fahren und dort die Wiederholung aufnehmen. Und dann würde ich sagen, starten wir in die letzten zwei Runden. Ihr seht schon hier, gibt es wenigstens schon Rauch am Anfang. Bei der Aufnahme war das gar nicht gesehen. Erst gegen Schluss näher von der zweiten Runde. Ja, da gehen wir ein bisschen schnell rein. Hier durchziehen. Jawohl.
Yeah, be careful now. The tyres are starting to overheat a little bit. Ist für die erste Runde schon mal sehr schön gesehen. Fast alles können durchdriften. Ich bin jetzt gespannt auf die zweite Runde. Ah, oh, nein! So schade. Auf den Körper sich jetzt fest ins Rutschen gekommen. Da geht möglichst weiterfahren. Nein, ich kann auch sagen, jetzt schmeiße ich ihn noch gegen eine Wand. Toll. Macht nichts, das ist so VV gesehen. Und ich würde sagen, wir schauen doch da schnell in die Wiederholung rein. Besonders vielleicht schnell die zweite Runde. Du da schnell die erste vorspulen. Leider kann man da nicht überspringen. Vielleicht fällt noch auf, jetzt auch wieder die Wiederholung. Die Rauchbildung ist ein bisschen kleiner als beim Gameplay. Hier die erste Kurve. So, halbwegs im Drift. Die haben wir völlig verkackt. Das war leider nicht so schön gesehen. Da die Rauchbildung ist irgendwie gar nie in der Wiederholung, das ist sehr speziell. Da war ein schön langer Drift. Aber da ist der Rauch auch überhaupt nicht vergleichbar mit dem vom Gameplay. Ja, da geht es dann schon wieder auf die Zielgerade zu. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht ganz zufrieden eigentlich.
mit dieser Leistung, sage ich mal. Weil ich denke, man sollte es noch etwas besser herbringen. Wir werden sicher vielleicht auch noch etwas üben oder eine andere Strecke versuchen, wo ich wirklich einen Drift durchziehen kann. Gerade so eine längere Strecke, um halt 2 Minuten lang muss konzentriert driften. Gut, wenn ihr noch Wünsche habt, eben Fahrzeug-Strecke-Kombinationen, was auch immer, oder Fragen zum Driften, kann ich das gerne in den Kommentaren beantworten. Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge Project Cars 2. Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.